So, liebe Leute, welcome back. Nachbericht zum 18. Spieltag. Das ist doch, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, wir haben noch eins, Braunschweig. Ein Spiel haben wir noch dieses Jahr. Ja, wie gesagt, hab mir es ein bisschen anders vorgestellt. Die ganze Thematik mit den Ein- und Auswechslungen. Leider hat dann Ziereis so ein bisschen das Konzept über den Haufen geschossen mit seiner gelb-roten Karte. Bisschen ärgerlich, ganz klar. Gucken wir mal eher. Statistiken allgemein passt, denke ich mal. Sieht ganz gut aus. Das Tor der Dresdner fehlt hier, aber das ist ja einfach nur ein Bug. So, da haben wir's. Ein Sieg, 27 Punkte. Wir bleiben somit auf 8 stehen. Rücken aber weiter in die oberen Gefilde. Boah, sind nur 10 Punkte von einem Aufstiegsplatz entfernt. Das ist natürlich der Hammer, ne, ganz klar. Aber ja, wir haben am Ende verdient gewonnen, aber trotzdem, Dresden war sehr schwer zu schlagen. Sagt Montero, die 3 Punkte sind heute völlig verdient in Kiel geblieben. Sagt Trainer Kam Sharma von Dynamo. Ja, so gut fahren die unsere Leistung auch nicht, ne? Mit der gelb-roten Karte dann noch, muss man echt sagen. Das muss besser laufen. Wollt ja auch ein bisschen die Jungs schonen, weil Braunschweig noch ein bisschen stärker ist. Wie gesagt, hab eine andere Idee gehabt dahinter. Auf den 7. Platz, die Lautra. Ja, hab ein bisschen eine andere Idee gehabt. Hinter der ganzen Angelegenheit, aber naja. Naja, zumindest mal ein realistisches Endergebnis, ne? Ja, gut. Okay, der Vorstand ist zufrieden, das freut mich ja. Auf 12, wir waren ja schon auf 1, ne? Wir waren ja schon ganz hinten drin. Wir waren ja schon ganz unten, aber gut, naja, das sind halt, wie gesagt, lass die weg, die Idioten, die interessieren mich gar nicht mehr. Ja. Natürlich jetzt einfach zu sagen, wenn man wieder auf Platz 8 gerutscht ist, so wie jetzt, ne? Aber das macht ja keinen Spaß, mit denen zu arbeiten. So, in 7 Tagen fertig, Ausbau von Fitnessparcours abgeschlossen. Da schauen wir dann nochmal später rein, ob wir da ein bisschen was umbauen oder noch mehr investieren. So, das ist die zweite Mannschaft, die spielt heute erstmal. Da würde ich mal schauen, dass wir noch ein bisschen Gespräche führen. Also, Lüding hat eine Fitness von 89, da könnte mal Zambides rein mit einer 94. Oder Ötschkö, der ist noch fitter. Aber nicht so stark, ne, wie Lüding. Oh, der hat eine 63, der Lüding. Wahnsinn. Kassian noch auf dem linken Mittelfeld. Kuschel-Wehner müsste auch mal ein bisschen häufiger spielen, aber ist ja auch erst 17. So, ja, da muss ich mir noch die Sache noch überlegen, wie wir das machen mit den ja, mit den Jungs, dessen Verträge wir verlängern wollen. Die wollte ich ja jetzt im Winter mal nach oben holen, ne? In die erste Mannschaft. News Center mal schnell checken. Riskante Ansprache erfolgreich. Scout-Hinweis, Zapfer Trainingsziel erreicht. Scouting abgeschlossen. Datenbank und Jugendspieler erreichen Trainingsziele. Sehr schön, eine ganze Menge Jungs, die hier Gas geben. Ja. Erste Mannschaft, Ziereis, yo, den würde ich am liebsten ja schon mal gleich komplett auswechseln, aber gut, geht ja nicht so einfach. Dann kommt mal, Innenverteidiger haben wir mit Gusche oben, kommt Brinkmann mal rein. Deli wäre ja auch für rechts machbar, ne, wenn der mal wieder der Ding durchdreht. So, wird Pulido für Aktogan und Makos, naja, Makos für Kühn. Daily 14, Heinze nur eine 12, aber eine 71 der Heinze schon, ne? Wahnsinn. Lassen wir mal drin. Ein bisschen ruhig, ein bisschen defensiver gegen, oder? Gegen Braunschweig. Gucken wir uns mal an, eine Taktik. Aber ich wollte auch mit der zweiten mal ein bisschen quatschen. Wen können wir denn hier? Kolb. Der soll mal ein bisschen schießen hier. Sehr verbessert. Er gewinnt 3 Moralpunkte. Troué auch. Fällt mir auch gut in der Entwicklung. Sehr verbessert. Ja, undenkbar. Ich habe Ihnen sehr viel zu verdanken, Trainer. Ohne Sie wäre eine solche Entwicklung undenkbar. Er gewinnt 5 Punkte. Schauen wir doch mal rein mit 17, ne? Rechter Verteidiger kann er jetzt auch schon fast komplett. 3 Punkte fehlen noch. Nice, nice. Ja, bei seiner Größe ist es auch sinnvoller, einfach auf rechts zu trainieren. Ist einfach so. Ein 1,83 großer Innenverteidiger macht er dann auch nicht so viel Spaß, ne? Wenn jeder andere über ihn drüber springt. Für Rechtsverteidiger ist es eine normale Größe, eine gute Größe, so muss man sagen. So groß jetzt auch nicht, aber in Ordnung. Zapf können wir auch mal loben für die Trainingsentwicklung.
Ja, haben wir schon noch ein paar Jungs hier drin, ne, die dann mittelfristig auf jeden Fall nach oben rücken. Gerade Trouet ist halt ein ganz heißer Kandidat. Aber auch Wölfel und Kolb, beide ganz interessante Personalien. Müssen sich noch ein bisschen weiterentwickeln, klar. Öffne mal die Taktik hier. Abseitsfalle spielen wir so weit vorne und dann natürlich Pressing. Laufwege sollten auch noch überall passen. Jo, und Vergleich. Ja, die spielen sehr offensiv, die Gegner. Die werden wir heute an die Wand fahren, nehme ich an. Schauen wir mal. Wie hoch wir da gewinnen. Ich nehme mal an, 6-0 oder so. Die spielen mit drei Stürmern. 4-1 gewinnt Preetz. Oh, scheiße. Das wäre es jetzt gewesen. Na, hätten wir vielleicht dann doch defensiv spielen können. Ne, haben wir ja uns eben angeguckt, die Mannschaft. Ja, mit drei Stürmern sind die unterwegs. Sorry, dass ich jetzt so schnell weggemacht habe. Ich war jetzt noch ein bisschen bei Gedanken. Bei dem Spiel unserer zweiten. Naja, gut. Drehen wir jetzt auch keinen Strick draus. 4-1 gewinnt Preetz. Dann doch recht auffällig. Spielergespräche. Ja, der Zambidis, ne? Da muss noch mal ein bisschen Gas geben. Also 60 sollten sie langsam echt mal erreichen, die Jungs. Gut, jetzt ist für uns aber wichtiger die zweite. Die erste, natürlich. Wolf, Deli, Kühn, Gusche. Gusche rein. Montero war nicht so schlecht. Einer der wenigen, der dann stabil gespielt hat, ne? So. Hat sich auch gut verbessert. Heinze, eine super Entwicklung genommen. Super Entwicklung hat er genommen, der Heinze. Jetzt auf eine 71, zweitstärkster Mann hinter Pulido. Kann man echt nichts sagen, ne? Und das mit 2,5 Sternen. Knick, knack, gefällt mir sehr gut. War doch nicht so schlecht. Die Personalie Heinze. In Ordnung. Jetzt mal wieder Textmodus auswärts. Jugendmannschaft. Da schauen wir dann natürlich auch nochmal rein. Geht es ja auch nochmal um die ganzen, wie sagt man, um die Verträge, wer da einen Vertrag bekommt für die zweite, wer nicht, ne? Muss man ja auch ein Auge drauf halten. Gusche, Kühn. Stürmer ist er doch. Dann lieber Wirth. Der ist offensiver. So. Ja, müssen wir hier in der A-Jugend, muss man ein Auge drauf halten. Wer hat denn hier eine gute Entwicklung? Wer bringt überhaupt Sinn, ne? Also Reuter macht Sinn, hochzuziehen mit 17, aber die 18-Jährigen gefallen mir nicht so gut. Ich ehrlich bin. Leozinho gefällt mir nicht. Oder Leozinho. Egelkraut gefällt mir auch nicht. Nur 2 Sterne. Zu wenig. Das gleiche für Tetmann. Das gleiche gilt für Tackleberry. Schulze. Die ganzen 18-Jährigen sind alles noch nach Wehen. Die kriegen, wir haben dies Jahr keine, die hochkommen in die erste. In die zweite. Nächstes Jahr erst wieder. Gut, ja, jetzt kommt natürlich, wir gucken mal Jugendmannschaft. Können wir mal ins Trainingslager schicken trotzdem. Hier vor Ort nach Sylt. 3 Tage bloß, das ist ein bisschen kurz. Das machen wir dann später. Das machen wir dann in einer anderen Woche, machen wir das. Jetzt geht das nicht. Im Winter dann mehr, ne? Warten wir noch ab. So, also Jungs. Textmodus gegen Eintracht Braunschweig. Nochmal kurz reingucken. Wie war das hier gegen die Jungs? Kumbela. Sollte machbar sein für Marcos, Kumbela zu packen und zu knacken und Gas zu geben. El Abdelawi, ja, ist hart. Also, die hängen zwar auch hinten drin, aber das wird kein Selbstläufer. Davon dürfen wir uns verabschieden. Laufwege passen auch. Teamdynamik. Liebe Abwehrreihe hinten mit Konterspiel. Ja, würde ich schon bald sagen. Das passt ganz gut. Gefällt mir. Einsatz nach ganz nach oben jetzt mal hier. 100%. Und dann zentral, ne? Denn nur ein Sechser. Da können wir schön zentral durchgehen. Oh, Jeromel haben die noch drin. Schöne Mannschaft. Gefällt mir, wie sie aufgebaut sind, ne? Mit den älteren Spielern vorne sowie auch hinten. Talenten wie El Abdelawi, Caligiuri, gefährlicher Kerl. Boland auch. Der Keeper ist machbar.
Wir gucken. Wir gucken, wie es läuft. Bis dann. Und wenn mir nichts anderes einfällt, ahoi. Ciao, ciao, Leute. Textmodus. Nicht dran denken. Oder nicht vergessen. Nicht dran denken. Nicht vergesse natürlich und dran denken. Bis dann. Ich denke mal, wir haben alles was eingestellt. Das passt. So können wir rangehen. Bin ich doch gleich zuversichtlich. Giau. Ja, kann auch eine 70 schaffen. Das ist so der Einzige noch, der so ein bisschen hier da vorne ein bisschen rumklickelt. Und wird, ja, der hat auch noch alles offen. Guck mal, der hat jetzt schon gleich plus minus 3 Erfahrung mit 20. Klasse. Da haben wir doch ein richtiges Talent in unseren Reihen. 1 Million ist er wert. Kommt aus unserer Nähe, haben wir gar nicht geholt. Den haben wir wohl für 300.000. Stimmt ja gar nicht. Kommt gar nicht von uns. Aber 2015 schon. So sieht's aus. Bis dann und ciao, ciao.